Hallo, ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zum Vortrag. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Metin Özkan, ich komme ursprünglich aus München, wohne aber seit einer Woche in Berlin. Bin Berliner und freut mich auch. Das Thema heute, das ist Spiritualität und Ernährung. Wer von Ihnen hat schon mal mit Spiritualität sich näher befasst oder praktiziert auf irgendeine Art und Weise Meditation oder spezielle Yoga oder sonst irgendwas? 1, 2, relativ viele. Okay, sehr gut. Gut, Spiritualität an sich, das Wort Spirit kommt ja aus dem lateinischen Spiritus, der Geist. Und was ist Spiritualität oder wer beschäftigt sich mit Spiritualität? Spiritualität in meinen Augen, ich will es mal so zusammenfassen, weil es gibt so viele Richtungen, Glaubenswege, unzählig viele Wege, sage ich mal. Und ich denke, jeder Weg ist gut für den, der es macht, wenn er es macht. Insofern habe ich keine Vorzüge oder Abneigung gegen irgendwelche spirituellen Wege. Im Gegenteil, ich bejahe jeden, der sich auf den Weg macht, seinen materiellen Körper auch noch den geistigen Hintergrund zu verstehen, was überhaupt abgeht hier mit uns. Und ja, es gibt zum Beispiel in verschiedenen, das indische Wort Prana fällt mir als erstes immer ein. Das ist wahrscheinlich auch das langläufigste oder am weitesten verbreiteste. Prana, die Grundlebensenergie, also die existenzielle Energie, die göttliche Energie, wie auch immer jeder das nennen mag. Ich versuche es mal mit Prana. Die Chinesen sagen Qi, die Japaner sagen Ki. Ormus gibt es irgendwie auch von Wilhelm Reich, der hat es Ormus genannt. Belassen wir es einfach mal bei Prana. Oder wenn Sie wollen, kann ich auch existenzielle Energie. Ich versuche das so neutral wie möglich zu machen. Nicht, dass sich der eine oder andere irgendwie bevorzugt oder benachteiligt fühlt. Dass sich einfach jeder angesprochen fühlt, wenn ich sage existenzielle Energie. Die existenzielle Energie, was ist das überhaupt? Das ist, denke ich mal, die Grundenergie, die feinstofflichste aller Energien, die das gesamte Kosmos, das gesamte Universum durchzieht. Das heißt, dass jegliche Materie, bevor es überhaupt Materie ist, auf einer feinstofflichen Ebene in einer Art Matrix schon dasteht. Im Alltag wäre es zum Beispiel so, wir haben eine Idee, die gefällt uns. Wir führen die Idee weiter aus in unserer Gedankenwelt und irgendwann sprechen wir vielleicht drüber. Irgendwann machen wir das. Also bevor überhaupt Materie da ist, muss irgendwo ein Funken, ein Samen, eine Wurzel an feinstofflicher, existenzieller Energie praktisch da sein. Herzlich willkommen. Genau, suche ich noch einen Platz. Ja. Ja, hallo. Dankeschön. Ich habe kurz über existenzielle Energie und wir haben uns geeinigt, dass ich statt Prana, Qi, Gott oder was auch immer irgendwie einfach existenzielle Energie sage. Und dass das hinter jeder materiellen, hinter jeder Materie praktisch existenzielle Grundenergie vorhanden ist. Soweit waren wir gerade. Und genau, Idee, wir sprechen drüber, letztendlich machen wir was, ist Materie. Das Prinzip kann man eigentlich auf alles, was existiert, irgendwie zurückführen. Also jeder Mensch war vielleicht irgendwo mal ein Wunsch, irgendwo bei Eltern, ein Wunschkind, also auch Idee, erstmal das Immaterielle, erstmal das Feinstoffliche und dann kommt die Materie. Genauso ist es der Tisch zum Beispiel. Ein Tischler hat eine Idee und so weiter und so fort. Die gesamte Existenz, die Natur basiert ja auch auf der göttlichen Idee, sage ich mal, auf dem Grundgedanken. Erst war das Wort oder das Licht oder wie auch immer jeder das für sich wahrnimmt. Ja, und dann kam die Materie. Und die Materie kann man ja auch, es gibt für mich irgendwie keine wirkliche Grenze, wo das Feinstoffliche aufhört und wo das Materielle beginnt. Es gibt eine
Anscheinend gibt es eine Grenze, und zwar unsere Augen. Wir nehmen eigentlich nur das Materielle wahr. Also wenn wir einen Tisch anschauen, sehen wir natürlich nicht die Gedanken des Tischlers oder so. Genauso ist es bei der Nahrung zum Beispiel. Wir sehen zwar einen Apfel, aber was da an feinstofflicher Energie in der Nahrung drin ist, dazu braucht es auch die feinstoffliche Wahrnehmung unsererseits, dass wir zum Beispiel die Aura eines Apfels sehen. Es gibt hellsichtige Menschen, Heiler, Weitsichtige, die Auren sehen können, die auch mit diesen Auren arbeiten können und die dann dementsprechend auch bei allen anderen Lebewesen, nicht nur bei Menschen, irgendwie die Auren sehen. Was hat das mit Spiritualität dann wirklich mit Ernährung auf sich? Was? Bei mir war das zum Beispiel mal bei meiner ersten Indienreise, habe ich natürlich Indien und Spiritualität, das liegt irgendwo auf der Hand, habe ich verschiedene Meditationstechniken probiert. Ich war in Pune, ich war in Rishikesh, ich habe Yoga gemacht, ich habe Vipassana gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht, um einfach für mich das Richtige zu finden, weil ich einfach zu viele Fragen hatte, die ich beantwortet haben wollte, weil mir die Materie an sich, wie ich sie kannte, einfach nicht die Antworten gegeben hat, wie ich sie gesucht habe. Also macht man sich auf die Suche in Indien und findet halt da mal eine Antwort, hier mal eine Antwort. Man geht mit einem Fragezeichen durch den Kopf irgendwie durch die Welt und sucht Antworten. Und Antworten sind immer je nach Mensch verschieden. Jeder sucht andere, hat andere Fragen, sucht dementsprechend andere Antworten. Und dort war zum Beispiel in Rishikesh, kam ich halt mit Kontakt mit veganischen Leuten. Und da hatte ich so das erste Mal irgendwie die Verbindung zwischen Nahrung und Spiritualität für mich so als Input mal gekriegt. Eigentlich davor schon bei einer vegetarischen Familie, die recht spirituell war, die recht Shanti, so von der Art gediegen, fröhliche Leute, glückliche Menschen einfach. Die haben auch meditiert und die waren vegetarisch. Deswegen war da die Verbindung für mich schon da. Rishikesh speziell zum Beispiel, die waren komplett vegan. Da gibt es auf einer Seite gar nichts vom Tier. Und für mich war das damals nicht klar, warum das so ist. Ich habe es zwar wahrgenommen, aber die Antwort, warum das so war, hatte ich nicht. Dann nach den 1,5 Monaten war das ungefähr in Rishikesh, wo ich meditiert habe und Yoga gemacht habe und dieses und jenes. Ja, war schön, war erleuchtet war ich natürlich nicht. Da denkt jeder so, da schnuppere ich mal rein und vielleicht komme ich ein bisschen heller raus und so. Weiß nicht, ich war vielleicht ein bisschen aufgedimmt, aber nicht wirklich toll, so denke ich. Dann bin ich weitergereist, das war dann in den Norden, weil ich irgendwas von einer anderen Meditationstechnik gehört habe. Falls Sie den Namen wollen, Vipassana, ich sage das aber nicht irgendwie, um da Werbung zu machen, sondern weil ich das für mich gemacht habe. Und dort war genau dieselbe Klausel. Also man geht da 10 Tage rein, ist ein Retreat und man lernt, sich selbst zu beobachten. Also man fängt über den Atem an, geht über den Atem weiter, verschiedene Körperregionen. Und was man praktisch in 10 Tagen dort lernt, ist, die Konzentration des Geistes erstmal auf einen Punkt zu fixieren, und das ist der Atem. Weil der Atem ist im Prinzip das, was uns lebendig macht und uns wirklich eigentlich am Leben hält, weil das das Erste und das Letzte ist, was wir machen. Gestern hatte ich zum Schluss eine Frage gestellt, ich habe Ihnen jetzt die Antwort eigentlich schon vorweggenommen, auf die Frage, was ist die wichtigste der wichtigste Nährstoff. Da hat jemand gestern, ein Freund, Liebe gesagt, was mir sehr gefallen hat. Ich habe zwar eine andere Antwort erwartet, aber mit Liebe lagst du besser wie ich da mit der Antwort. Und die Antwort, die ich erhofft hatte, war Sauerstoff. Sauerstoff sehen die meisten gar nicht wirklich jetzt als Nährstoff in dem Sinne an, weil wir gar keine Gedanken darüber verlieren müssen eigentlich. Wir machen das einfach. Es ist so alltäglich, es ist so normal, dass wir uns über den Atem prinzipiell erstmal wenig Gedanken machen, weil wir kommen auf die Welt, schreien erstmal los und ab da atmen wir, bis wir wieder, wenn wir alt sind, über unsere Schmerzen und andere möglichen Sachen schreien vielleicht wieder, aber irgendwie fängt das Leben mit dem Atem an und hört mit dem Atem wieder auf.
Deswegen die Frage, was ist der Atem? Was passiert? Was ist an dem Atem so toll? Der Atem, den habe ich so begriffen, ist die Brücke zwischen der materiellen und der feinstofflichen Welt. Und der Atem ist eine Realität in uns, die wir nicht verneinen können, die wir nicht auf irgendeine Art und Weise unterdrücken können und der uns aber mit Lebenskraft versorgt. Deswegen die wichtigste Lebenskraftquelle. Sauerstoff, den wir einatmen, der wird zu 60% von dem Gehirn verwendet. Also wenn wir atmen, gehen 60% in unser Hirn. Und beim Meditieren konzentriert man sich ja auch auf dieses Gebiet hier, was da so und so weiter. Das ist die Art und Weise, wie ich es gelernt habe. Und das Gefühl, jeder oder die das praktizieren, was auch immer, die kennen das beruhigende Gefühl oder den erweiterten Blick oder die gelassene Art oder einfach was auch immer jeder nach seiner spirituellen Praxis, ob das jetzt Beten ist oder was auch immer, das Gefühl, was man danach hat, das basiert auch nicht nur natürlich auf die verbesserte Versorgung des Körpers mit Sauerstoff. Was passiert mit Sauerstoff? Sauerstoff kommt in unseren Körper und regt den gesamten Stoffwechsel an. Gesamter Stoffwechsel anregen heißt, dass wir prinzipiell, dass unsere Maschine Körper mal einfach besser arbeitet. Sprich, wenn es mir schlecht geht und ich an die frische Luft gehe, vielleicht nicht unbedingt in der City, irgendwo in einem Park besser, dann fühle ich mich wohler. Es weiß jeder, frische Luft tut gut. Warum? Macht sich keiner wieder Gedanken, normalerweise. Ist halt natürlich. Genau, genau. Und ich bin gerade bei dem Punkt, dass Sauerstoff sowohl in der Spiritualität als auch in der Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Deswegen ist für mich zum Beispiel immer der erste Weg zu einer Gesundung, egal welche Kost man macht, egal ob man sich jetzt Rohkost, vegan, vegetarisch oder konventionelle Kost, wie auch immer, ohne irgendeine zu bewerten, ist eine gute Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, sprich eine Praxis, welche auch immer, wo man lernt, tiefer zu atmen, wo man lernt, sein Bewusstsein auf sich selber zu konzentrieren, sein Bewusstsein auf seinen Körper und auf die Körperempfindungen zu konzentrieren, ist essentiell, egal wie man sich ernährt, weil einfach der gesamte Organismus von Grund auf besser arbeitet. 200% identische Lebensweisen, identische Menschen. Der eine atmet flach, der andere atmet tief. Welcher ist gesünder? Der tiefer atmet. Ohne irgendwas anderes gemacht zu haben. Das ist Fakt, weil ich es bei mir erlebt habe und weil ich es bei anderen Menschen auch mehrmals so bestätigt gekriegt habe, dass es so ist. Und ja, atmen. Angenommen, wir atmen jetzt alle gut, wir atmen alle super tief und fühlen uns ständig entspannt und ruhig. Was ist in der Nahrung, jetzt Atmung auf die eine Seite, Nahrung, wenn wir essen? Was essen wir? Wir essen ja, wie gesagt, vorhin waren wir bei der Materie. Wenn ich einen Apfel esse, esse ich ja nicht nur den Apfel. Ich meine, primär sieht es so aus, ich esse den Apfel. Aber wie gesagt, da ja alles einen Geist irgendwie innewohnt, die Indianer zum Beispiel, die arbeiten ja mit den Geistern von Bäumen, von Steinen, von Tieren. Die haben da von Natur aus noch eine Verbindung dazu. Wir im Westen hier haben leider, Gesundheit, haben leider über die Jahrhunderte so ein bisschen wahrscheinlich den Bezug zur Spiritualität verloren auf irgendeine Art und Weise. Warum, habe ich auch ein bisschen nachgeforscht, habe für mich so ein paar Antworten gefunden. Hat damals mit 1492 Amerika wurde entdeckt, die Erde ist doch keine Scheibe, wow, ist rund. Die Menschen, die hatten damals irgendwie plötzlich so den Bezug zu Gott irgendwie plötzlich verloren, weil was sie als Gott gegeben, damals akzeptiert und so gewusst hatten, war doch nicht so. Dann verliert man dann langsam den Glauben an das, dass da irgendwie die Macht da ist. Und deswegen hat zum Beispiel die Wissenschaft ab dem 15., 14., 16. Jahrhundert angefangen, die Materie zu erforschen. Und alles, was wir heute machen, die gesamte Medizin zum Beispiel, die gesamte Wissenschaft, basiert auf der rein materiellen Betrachtungsweise.
Also wenn uns heute irgendein Doktor, irgendein Wissenschaftler uns irgendwas Tolles, Gesundes erzählen will über unsere, über unseren Körper, über die Nahrung, dann erzählt er nur über die Materie. Dann sagt er nur, ja, passen Sie mal auf, in Apfel sind hier die Vitamine drin, unser Körper braucht das und das. Also essen Sie mal davon so viel, weil unser Körper das und jenes. Gut. Mir war das nicht genug oder mir ist es nicht genug, weil für mich macht es einen Unterschied, ob ein Apfel neben der Autobahn wächst oder irgendwo im Hochgebirge, falls da einer wächst. Und ja, ich wollte einfach nur die abgeschiedene Natur damit verdeutlichen. Und aber was ist der Unterschied? Das ist die feinstoffliche Energie, von der ich geredet habe. Letztendlich, so wie wir leben, sind wir auch Subatomic Vibration Particles, auf Englisch, auf Deutsch die subatomaren Partikel, aus denen wir bestehen. Die sind miteinander verbunden mit elektromagnetischen Anziehungskräften und Abstoßung. Und das funktioniert. Wir müssen uns da keine Gedanken machen. Das ist halt das Unbewusste, wo das Leben einfach fließt und wir eigentlich nichts dafür tun müssen. Das ist die Grundenergie. Das ist immer da. Deswegen fällt es uns so leicht, dass wir es gar nicht bemerken, weil es ja immer da ist. So irgendwas, was wir übersehen, was uns geläufig ist. Deswegen ist eigentlich jeder spirituelle Weg, wie auch immer den man geht, als Ziel irgendwo doch immer sich dessen wieder bewusst zu werden. Sich der göttlichen Kraft oder der übernatürlichen Kraft gewahr zu werden und